Ich begrüße Sie sehr herzlich bei den Medientagen Mitteldeutschland aus Leipzig. Nur wenige Tage vor den Europawahlen sind sich alle unisono einig. Das ist eine Schicksalswahl. Diese Wahl ist so wichtig wie nie zuvor. Und es geht um die Zukunft des Kontinents. Es geht, so scheint es, nicht nur um den Inhalt. Es geht hier vor allen Dingen auch darum, dass Pro-Europäer gegen Rechtsnationale, die die Europäische Union abschaffen wollen, geht. Und vor wenigen Tagen nun platzte ein Video in diesen Europawahlkampf. In Österreich ist der Vizekanzler Strache zurückgetreten, weil ihm in einem Video unsauberes politisches Gebaren vorgeworfen wurde und er dem überführt wurde. Wir wollen fragen, was hat dieser Fall Strache nun tatsächlich für den Europawahlkampf für eine Bedeutung und was hat das mit den Medien gemacht, beziehungsweise wie gehen die Medien damit um? Diese Fragen möchte ich gerne diskutieren. Zum einen mit Gabriele Zimmer, die Vorsitzende der linken Fraktion im Europäischen Parlament, mit Constanze Krehl, ebenfalls Mitglied des Europäischen Parlaments von der SPD, mit Svenja Hahn, die Kandidatin für das Europäische Parlament von den Jungen Liberalen von der FDP, mit Daniel Caspari, ebenfalls Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe innerhalb der Europäischen Volkspartei, mit Michael Kellner, dem Bundesgeschäftsführer der Grünen und mit Florian Eder, dem Chefredakteur des Politico. Herzlich willkommen an Sie alle. Herr Kellner, der Vizekanzler Strache hat bei seinem Rücktritt zwar Schuld eingestanden, hat aber gleichzeitig auch von Verschwörungstheorien, ob des Zeitpunkts der Veröffentlichung dieses Videos gesprochen. Haben sich die Medien unkorrekt verhalten oder wie ist Ihre Bewertung? Nun, Herr Strache hat sich unkorrekt verhalten und Korruption Tür und Tor geöffnet. Dieses Video ist an Medien gelangt, auf welche Wege auch immer. Die Medien haben das geprüft und veröffentlicht. Ich finde nicht, dass die Kritik an den Medien das, was entscheidend ist, sondern es ist richtig, dass sie es geprüft haben und nach der Prüfung veröffentlicht haben. Stellen Sie mal vor, Sie hätten das zurückgehalten. Und jetzt reden wir über dieses Video. Ich würde gerne am Anfang noch mal sagen, ja, es geht bei dieser Wahl auch darum, leidenschaftlich dieses Europa zu verteidigen. Es geht auch darum, dieses Europa besser zu machen. Ich erlebe aber auch schon, dass es wirklich eine Europawahl ist, wo es um Unterschiede und wo es auch um Inhalte zwischen den Parteien geht. Beispielsweise habe ich selten einen Wahlkampf erlebt, wo es so stark um das Thema Klimaschutz geht. Und auch das, finde ich, sollten wir nicht vergessen. Es ist nicht nur ein Kampf, auch ein Kampf gegen die Europafeinde, die Europa zerstören wollen. Es geht auch darum, wie wir diese Europäische Union besser machen können. Und eines ist ganz klar geworden, eines ist ganz deutlich in diesem Strache-Video geworden. Wer sich mit Rechtsextremen, Rechtsnationalisten einlässt, der begeht einen schweren, schweren Fehler. Und das muss man auch Sebastian Kurz, den Kanzler in Österreich, vorwerfen, dass er da die Tür nicht frühzeitig und dass er überhaupt sich darauf eingelassen hat. Und ich finde, das sollte auch alle demokratischen Parteien für das Ergebnis der Europawahl lehren, sich eben mit Rechtsextremisten, mit Rechtsnationalisten nicht einzulassen. Frau Zimmer, wie sehr haben denn die Medien als vierte Gewalt sozusagen ihre Rolle wahrgenommen? Also indem das Video veröffentlicht worden ist, beziehungsweise Ausschnitte aus dem Video veröffentlicht worden sind, haben Sie aus meiner Sicht Ihre Verantwortung wahrgenommen. Also ich hätte es nicht verstanden, wenn jetzt Spiegel oder Süddeutsche das bis nach den Wahlen für sich behalten hätten und wären danach herausgekommen. Ich glaube, da gibt es keinen günstigen Moment. Ich erwarte von Medien, dass wenn sie Informationen bekommen, die sie überprüfen auf ihren Wirklichkeitsgehalt, Wahrheitsgehalt und wenn Sie zu der Einschätzung kommen, jawohl, genau das ist passiert, dann haben Sie das so schnell wie möglich, so transparent wie möglich zu machen und nicht zuerst zu schauen, wem schadet das, wem nützt das. Also diese Nützlichkeitsanalyse, die würde ich jetzt nicht von den Medien erwarten. Ich glaube, dann ist die Politik gefordert, sofort zu reagieren und ich möchte noch dazu sagen, persönlich bin ich gar nicht mal so überrascht über dieses Verhalten, weil wir das ja in verschiedenen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien so sehen. Ich glaube, das hängt auch sehr mit der Art und Weise, mit dem Menschenbild zusammen, das viele dieser Leute haben, indem sie zuerst dann sagen, wir teilen Menschen danach ein nach unterschiedlichen Gruppen und unterschiedlichen Werten
Und wer das macht, hat auch keine Hemmungen, andere Grenzen zu überschreiten oder letztendlich auch zu akzeptieren, dass es Kriterien braucht, Prinzipien auch in der Politik braucht, zu denen man sich gemeinsam vereinbart, unabhängig davon, welche politischen Positionen im Einzelnen dann auch vertreten werden. Da kann man sich streiten. Aber wenn man die Grundlagen in Frage stellt, die Grundlagen von Demokratie und die Grundlage auch dafür, dass es um die Einhaltung von Gesetzen und Rechtsstaatlichkeit geht, ich glaube, dann muss man an der Stelle wirklich klipp und klar sagen, das geht nicht, das ist nicht vereinbar und das muss aufgedeckt werden, so schnell wie möglich und so klar wie möglich. Herr Kaspari, sehen Sie das genauso? Und was macht das mit dem Vertrauen in Politiker? Gut, als allererstes Vertrauen. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Und das beschädigt natürlich Vertrauen, in dem Fall aber vor allem in die populistischen Parteien. Was mir auch besonders aufgefallen ist, ist dann gleich die Reaktion der Vertreter der AfD in Deutschland. Wir sehen jetzt in Österreich, dass dort offensichtlich Politiker bereit waren, ihr eigenes Land und sich selbst zu verkaufen gegen Geld. In Deutschland haben wir die Situation, dass die AfD Geld erhalten hat und Weidel, Meuthen, Gauland und andere sind nicht willens und nicht in der Lage, uns zu erklären, wo kommt dieses Geld her, und das jetzt schon seit mehreren Wochen. Und das Zweite, ich möchte auch großen Wert darauf legen, wir wollen als Union einen Wahlkampf führen und führen den auch, wo wir ganz genau sagen, ja, wir sind proeuropäisch unterwegs, wie zum Glück die meisten unserer Wettbewerber, wie auch 85% der deutschen Bevölkerung. Aber mir ist auch ganz wichtig, es geht natürlich schon um die Frage, wie differenzieren wir uns bei Europa aus? Und da macht es schon einen Unterschied bei der Frage, schaffen wir es grenzüberschreitend, das Thema Umweltpolitik anzugehen oder nicht? Schaffen wir es, das Thema gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu stärken, indem wir die Verteidigungsunion voranbringen? Wir als Christdemokraten wollen das, andere Wettbewerber wollen das nicht. Schaffen wir das, grenzüberschreitende organisierte Kriminalität oder Terrorismus wirksamer zu bekämpfen, weil wir Daten, die schon da sind, besser austauschen europäisch, oder wollen wir das nicht? Und ich glaube schon, wir sollten die nächsten Tage nutzen, vor allem den Unterschied der Pro-Europäer noch mal deutlich zu machen. Denn mein Eindruck ist, viele Menschen sind frustriert, weil sie den Eindruck haben, die Vertreter von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP, die machen eh alles Gleiche. Aber nein, wir sind sehr unterschiedlich unterwegs. Wir haben im Europäischen Parlament mit 751 Abgeordneten regelmäßig Stimmengleichheit. Es kommt auf einzelne Stimmen an, und genau dafür kämpfen wir bis zum 26. Mai, das auch deutlich zu machen. Frau Krehl, was hat dieses Video mit Ihnen gemacht zum einen, und zum anderen würden Sie sagen, das hat den Wahlkampf jetzt, die letzte Woche des Wahlkampfs verändert? Also ich muss ehrlich gestehen, so ganz überrascht hat mich das Video nicht. Also wir hatten ja in den letzten Wochen immer schon mal Informationen darüber, dass aus Russland Gelder fließen, aus sonst woher Gelder fließen an rechtsnationale, populistische Parteien. Das hat eigentlich nur noch mal festgemacht und deutlich gemacht, dass das tatsächlich so ist. Ich finde, Herr Stracher, man kann auch besoffen nicht solche Sachen äußern. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, was da noch tatsächlich an kriminellen Handlungen auch noch dahinter steht. Die Staatsanwaltschaft prüft ja wohl, ob hier wirklich unlautere Parteienfinanzierung eine Rolle spielt. Was mich betroffen macht, ist die Koalition, in der dort gearbeitet worden ist, und ich hoffe, dass das ein Dämpfer ist, auch für andere Überlegungen mit bestimmten Parteien, kann man einfach nicht wirklich koalieren. Wir haben im Europäischen Parlament jetzt schon klare Abgrenzungen zur Front National beispielsweise, zur ENF-Fraktion. Das ist ganz klar, dass es da keine Zusammenarbeit gibt. Da gibt es auch einen Konsens unter den demokratischen Fraktionen. Aber ich glaube, wir müssen in der nächsten Legislaturperiode noch sehr viel genauer hinschauen, mit wem man arbeitet und wie man arbeitet. Und in der Tat, so gesehen ist das wirklich eine Schicksalswahl, diese Europawahl am Sonntag. Aber man muss schon auch noch mal unterscheiden, dass man nicht nur pro-europäisch antritt oder anti-europäisch antritt, sondern dass jede Partei, da nehme ich meine Partei selbstverständlich auch nicht aus, mit eigenen Inhalten antritt. Und ich denke, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig. Also endlich nach die Frage zu stellen, nicht nur nach der Wirtschaftsunion, nach der politischen Union, sondern eben auch nach einer sozialen Union. Ich glaube, das ist das, was die Menschen zu Recht im Moment erwarten. Zu Frau Hahn, ich würde Sie gerne fragen, Sie als ganz junge Politikerin, schreckt Sie dieser Umgang in der Politik nicht ab, oder wie gehen Sie damit um?
Meinen Sie jetzt in Bezug auf die Strache-Videos, ja, und den Umgang mit Herrn Strache? Ja, ja, ja. Ja, ja. Also ich glaube, Herr Strache wird diesen Gegenwind auch aushalten dürfen, denn wer auch so hart reingeht in den Wind, darf auch harten Wind aushalten. Also das sind ja keine Kavaliersdelikte, worüber wir reden. Da steht ganz klar der Vorwurf der Korruption im Raum. Er hat ja noch versucht, in seinem Statement zu retten mit überbordender Männlichkeit und er wollte da eine Dame beeindrucken. Das ist unmöglich, dass Herr Strache in so einer Situation nicht mal in der Lage ist, politische Verantwortung zu übernehmen, noch meint, Verschwörungstheorien aufmachen zu müssen, dahinter einen Komplott widmet. Ja, wir wissen noch nicht, wie diese Videos entstanden sind. Das wird auch eine Frage sein. Das ist für mich aber im Moment erstmal eine nachgelagerte Frage. Wie ist dieses Videomaterial entstanden? Wer steckt dahinter? Das wird sicherlich auch im öffentlichen Interesse sein, das herauszufinden. Aber Fakt ist, Herr Strache war bereit, sein Land zu verkaufen. Das ist, denke ich, das Unpatriotischste, was man tun kann. Deswegen auch, denke ich, das beste Zeichen, dass Populisten nie eine Alternative sind, egal in welchem Land. Und ich glaube, das macht die Strahlkraft dieses Falls ja auch so aus, dass wir darüber reden und nicht nur in Deutschland, weil wir eine Sprache teilen, sondern europaweit, international, ja. Europaweit, weil wir in vielen verschiedenen Ländern der Europäischen Union erleben, dass Populisten in die Regierung kommen und wir erleben, wie auch ein demokratischer Umbau in diesen Ländern passiert, wie Populisten salonfähig gemacht werden, wie sich das Maß des Normalität auch weiter verschiebt in der medialen Wahrnehmung und wie alles extremer wird. Und jetzt ist dieser Skandal da und ich muss sagen, mich hat das auch nicht überrascht. Unsere Schwesterpartei, die Liberalen Neos, haben die dubiose Finanzierung der FPÖ mehrmals auf die Agenda im Parlament gesetzt, jüngst gerade letzte Woche, weil es da auch mehrere Verdachtsfälle gab, dass Finanzierung aus Russland war. Insgesamt ist die Parteienfinanzierung in Österreich sehr intransparent und da muss man jetzt ran. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man in Politik machen kann. Das ist in erster Linie eine Krise der FPÖ. Im Moment ist es eine Regierungskrise, weil die in der Regierung sind. Aber ich sehe es auch eine Chance, dass auch die demokratischen Parteien Vertrauen in Politik wiederherstellen können. Herr Eder, was ist denn jetzt der journalistische Auftrag nach diesem Video? Ist die Forschung danach, woher das Video eigentlich stammt, jetzt das Wichtigste? Ich glaube nicht, dass das das Wichtigste ist. Natürlich interessiert uns das alle Journalisten, die nicht gerade bei der Süddeutschen Zeitung und beim Spiegel arbeiten, würden schon sehr gerne wissen, woher das Interview kommt. Das ist persönliche Neugier und es ist auch eine Geschichte, die die Leute lesen würden, wenn ich sagen. Ja, aber ist es nur politische Neugier? Denn dahinter kann ja viel mehr stecken. Wenn zum Beispiel eine andere Partei der Auftraggeber war, dann hat das nochmal gleich eine ganz andere Dimension. Ich glaube auch, es ist eine wichtige Geschichte und es ist eine interessante Geschichte und ich bin gespannt, wann wir es endlich wissen. Es ändert aber, glaube ich, an der Tatsache nichts, dass da jemand, der jetzt 17 Monate Vizekanzler einer europäischen Regierung war, gesagt hat, was er gesagt hat. Drei Dinge. Einmal illegale Parteienfinanzierung steht im Raum. Das andere ist ein sehr offenes, eine große Offenheit für Korruption und das Geld des Steuerzahlers zum Fenster hinauszuwerfen im Gegenzug für Parteispenden. Und das dritte ist natürlich diese auch im SUF geäußerten Pläne eines Umbaus des Mediensystems in Österreich. Und das ist auch was man weiterverfolgen muss und was uns alle sehr interessiert, dieses Angebot, die Kronzeitung zu verkaufen und sie dann entsprechend zu lenken, ist das eine. Die Drohung, die ja auch schon seit Monaten wahrgemacht wird, den ORF gleichschalten zu wollen, ist natürlich das andere. Und das sind alles schwere Vorwürfe, die man aufklären muss. Herr Kellner, was für Folgen hat das für den Wähler? Inwiefern wird es den Wähler beeinflussen in seiner Wahl? Würden Sie sagen, es hat einen großen Schaden angerichtet oder kann die eine oder andere Partei da auch einen Nutzen draus schlagen? Das weiß ich nicht. Das werden wir am Wahlabend sehen. Und ich meine, ich bin ja Wahlkampfleiter meiner Partei und ehrlich gesagt, eine der großen Sorgen war ja auch immer, was passiert, wenn irgendwelche Falschnachrichten kurz vor Wahlen in Umlauf kommen. Eine Sache, die mich wirklich umtreibt. Ja, eine Sache, wo wir ja auch Fälle hatten bei europäischen Wahlen in Frankreich, wo das geschehen ist. Und wir hatten unter uns, also auch als Generalsekretäre, Geschäftsführer auch miteinander geredet. Und klar ist, wenn irgendwelche Nachrichten kommen, dass wir nachfragen, ist es überhaupt wahr, wenn das kurz vor der Wahl ist, weil ich möchte ja mit meinen Inhalten die Wahl gewinnen und nicht durch Lug und Betrug.
Und in dem Fall ist es ja so, es wurde ja geprüft. Es wurde ja geprüft und es wurde ja auch nur der Teil veröffentlicht, wo es um Korruption, um Ausverkauf des Landes ging und nicht um irgendwelche privaten Geschichten. Und das Video insgesamt ist ja fast 6 Stunden lang. Genau, und das finde ich schon, da ist auch eine Verantwortung von Medien da, die offensichtlich wahrgenommen wurde. Und wenn aber sowas bekannt wird, dann muss man auch darauf reagieren. Nicht? Also wenn es auf Echtheit geprüft, was ja geschehen ist, es dann bekannt wird, das ist natürlich ein Punkt, der dann auch besprochen werden muss. Und ich kann nur. Aber was war denn so Ihr erster Gedanke? War der Gedanke, oh, jetzt geht es den Rechtsnationalisten, den Populisten, jetzt geht es denen schlecht bei den Wahlen? Oder haben Sie auch den Eindruck, dass die vielleicht dann doch in eine Opferrolle verfallen könnten, was letztendlich denen zum Vorteil gereicht? Na, ich habe da kurz danach gedacht, ach, jetzt versuchen Sie, die Opfer zu sein, obwohl Sie die Täter sind. Das, finde ich, war sehr deutlich und sehr klar. Und da ist mein Punkt, das darf man Ihnen nicht durchgehen lassen, weil Sie sind die Täter. Das, was Strache macht, ist der Ausverkauf des Landes. Das ist politische Korruption im reinen Form und in einer wirklich widerlichen Art und Weise. Und darüber ist es richtig zu reden. Ich würde mich freuen, dass diese Europawahl, ja, sie wird jetzt beeinflusst dadurch. Und das zeigt auch nochmal, was für eine Gefahr Rechtsnationalisten für Zusammenhalt und für Europa sind. Aber was ich auch wichtig finde, ich würde mich freuen, wenn es dazu führt, dass Menschen wählen gehen, dass sie sagen, ja, wir gehen am 26. Mai wählen. Ich hätte natürlich auch einen Tipp, welche Partei sie wählen sollen. Ja, aber ich finde erstmal wichtig, die Stimme zu erheben und mitzumachen bei dieser Wahl. Das ist ein großer Wunsch und ich hoffe, dass das mobilisiert. Und ich würde mir noch was anderes wünschen, auch für die nächsten Tage im Wahlkampf. Ich finde, ja, das ist deutlich geworden. Es ist auch deutlich geworden, was da auch an Umbau, Mediensystem und was da alles dahinter steht für eine Gedankenwelt. Nicht? Das sind ja auch andere Staaten wie Ungarn und Polen ja nicht so weit weg, dass wir daraus lernen, erstens Europa auch seine eigenen Werte verteidigt und der härter auch gegen vorgeht, gegen Verstöße von Rechtsstaatlichkeit. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber dass auch Menschen nochmal überlegen, okay, ich schaue mir diese Europawahl an, ich schaue mir, um welche anderen Inhalte geht es auch. Ich meine, wir haben riesige Debatten gerade bei dieser Europawahl um das Klimathema, um die Frage von Artenvielfalt, wie geht es weiter mit der Landwirtschaft. Wir haben die Frage, sehen Sie, wir haben eine große Koalition, die zögert, die blockiert, wenn es darum geht, bei Transparenz von Unternehmenssteuern. Also es sind so viele europäische Fragen auf dem Tisch. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen sich diese Fragen anschauen und sagen, ja, ich nehme diese Europawahl einfach ernst und ich gehe am 26. Mai wählen und ich stärke damit natürlich auch proeuropäische Kräfte. Das ist natürlich mein Wunsch und als Wahlkampfleiter der Grünen habe ich noch einen besonderen Wunsch, aber das ist, glaube ich, klar. Aber erstmal diese Stärke, dieses Eintreten für Europa und zu verstehen, dass diese Europawahl eine genauso große Bedeutung hat wie eine Bundestagswahl, das würde ich mir wünschen und das wäre auch ein großer Dienst an der europäischen Demokratie und das wäre auch die richtige Antwort auf dieses Video. Frau Krehl, wie sehr kommt man denn mit den Themen in diesem Wahlkampf eigentlich durch? Ich habe am Anfang gesagt, dass es oftmals nur darum geht, die Pro-Europäer gegen die Rechtsnationalisten, die am liebsten die EU auflösen wollen. Wie stark kommt man mit den Themen durch? Und haben Sie den Eindruck, dass Sie jetzt durch dieses Video vielleicht auch die Leute aus Ihren Echokammern ein wenig rauslösen können? Also ich muss ehrlich gestehen, die Themen sind eigentlich wirklich ein sehr wichtiges. Brexit und Pro-Europa ist das eine. Da haben viele Diskussionen angefangen. Da haben aber auch viele Debatten angefangen. Was will ich eigentlich für ein Europa? Was habe ich denn von einem Europa? Und an den Veranstaltungen, an denen ich teilnehme oder den Infoständen, wo ich unterwegs bin, da sind in der Tat die soziale Frage, die Frage nach Frieden und Demokratie und die Frage nach Klimaschutz, die wesentlichen Fragen, die bei den Leuten auftauchen. Und mir wird immer mitgegeben, ich soll dann auch noch das Rentenproblem in Brüssel lösen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das zeigt, dass dieses Engagement gerade im sozialen Bereich enorm hoch ist. Und ich sage mal, über Klimaschutz brauchen wir wohl überhaupt nicht zu streiten. Das haben wir uns alle angenommen, dass wir da auch in Europa wirklich Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist in den letzten Wochen und Monaten immer klarer geworden. Und ich möchte eins noch erwähnen, gerade in Bezug auch auf dieses Video. Es geht auch um Chancengleichheit. Es geht um ein Bild von Männern und Frauen in dieser Europäischen Union, was offensichtlich nicht bei allen selbstverständlich ist. Wenn man sich das mal jenseits von der Frage der Korruption anguckt, was dort ein Herr Strache für ein Frauenbild hat, da krempelt sich bei mir auch innerlich alles Mögliche um. Und ich glaube, auch dafür lohnt es sich, engagiert in dieser Europäischen Union zu kämpfen.
Frau Zimmer, wenn wir uns Umfragen anschauen, dann können wir zumindest davon ausgehen, dass die Rechtsnationalen im Parlament anders vertreten werden, sein werden und es ein Erstarken der rechtsnationalen Parteien geben wird. Wird das die Arithmetik des Parlaments durcheinanderwerfen und wenn ja, in welcher Form? Also zunächst rechnen wir damit, dass eine ganze Reihe rechtsextremer, rechtspopulistischer, nationalistischer Parteien stärker vertreten sein werden. Sie werden zugewinnen und deshalb glaube ich auch nicht, dass das Auftauchen des Videos dazu führt, dass sich diese Arithmetik wesentlich verändert. Wir werden damit zu rechnen haben, dass die Rechten, Rechtsnationalen, eine gemeinsame Fraktion bilden. Das, was lange Zeit in den letzten Legislaturperioden immer so galt, die einigen sich sowieso nicht und die sind nicht in der Lage, eine gemeinsame Fraktion zu bilden, das wird diesmal wahrscheinlich nicht zutreffen. Sie werden sich einigen, zumindest auf einige Grundpositionen. Was ich für verheerend halte, auch mit Blick auf das Video, auch auf das Verhalten von Wählern, ob das jetzt der Freiheitlichen in Österreich ist oder von ENF oder von anderen oder auch der AfD. Ich glaube eher, dass das Video eher die vorherrschende Meinung unter einem Teil dieser Wähler stärken wird. Seht, das ist doch diese politische Klasse ist korrupt durch und durch. Es wird nicht nur an den Rechten hängen bleiben. Es wird an der politischen Klasse insgesamt hängen bleiben und es nach dem Motto, die sind doch alle gleich. Und ich glaube, dass eher Menschen sich zurückziehen werden oder dass es bei einem anderen Teil auch so etwas wie eine Wagenburg-Mentalität geben wird. Das heißt, man schließt sich noch enger zusammen, man erklärt, ja, das sind die Bösen, das sind die Geheimdienste, das sind die Medien, das sind die Linken. Alles Mögliche wird kommen. Deshalb denke ich nicht, dass das Video selbst massiv das Wahlverhalten zum Beispiel in Deutschland verändern wird. Wir werden es im Europaparlament damit zu tun haben, dass sich die Rechten zusammenschließen. Das haben Sie ja schon deutlich am vergangenen Wochenende gezeigt. Aber wir werden damit umgehen müssen. Und ich halte das für sehr vernünftig, nach einer Strategie auch zu suchen, wie wir mit einer solchen Fraktion, die offen europäische Werte, Menschenrechte, soziale Rechte, Gleichheit, die Rechte von Frauen in Frage stellt, die Rechte von Minderheiten, die sich massiv dagegen wendet, dass es eine gemeinsame humanitäre Asyl, Migrations- und Flüchtlingspolitik in der EU gibt, dass wir hier wirklich ganz klar sagen müssen, das geht mit den anderen im Parlament nicht. Hier muss es klare Schranken geben. Und deshalb erwarte ich auch, dass sich wirklich alle Parteien klar und deutlich verhalten, auch zu denen, die sich so auf diesem Übergang befinden. Und damit meine ich speziell Orban und ich meine aber auch die PiS-Partei. Herr Caspari, erwarten Sie tatsächlich auch den Zusammenschluss der Nationalen in einer Fraktion und wie ist die Abgrenzung? Gut, das eine ist, ich lege Wert darauf, auch wie meine Vorrednerin, dass wir gezielt schauen, wie können wir das ganze Thema Rechtsextreme, Rechtspopulisten eindämpfen. Aber ich wäre dankbar, wenn wir auf die gleiche Art und Weise uns auch um den ein oder anderen Postkommunisten, zum Beispiel in Ihrer Fraktion, mal intensiver kümmern würden. Und das Zweite, mir ist ein Herzensanliegen, Das mit dem Video zu tun? Das hat nichts mit dem Video zu tun, aber deswegen sollten wir es trotzdem tun. Wir reden über Rechtsextremismus. Wir reden über Populisten, Extremisten jeglicher Art und da gehören bitte auch die in den anderen Fraktionen dazu. Und das Zweite inhaltlich. Was ich schon sehe, ist, wir haben heute schon im Europäischen Parlament eine Fraktion, die aus meiner Sicht überhaupt keine Fraktion ist, sondern im Prinzip ein reiner Zusammenschluss von Abgeordneten, die formal eine Fraktion bilden, die EFDD-Fraktion, zum Beispiel mit den UKIP-Leuten auf der einen Seite aus Großbritannien und der Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien auf der anderen Seite. Da gibt es keinerlei inhaltliche Gemeinsamkeiten. Meiner Kenntnis nach haben in dieser Wahlperiode nur ungefähr ein Dutzend Fraktionssitzungen überhaupt stattgefunden. Das heißt, es ist eine geradezu Perversion des Fraktionsidees, nämlich der gemeinsamen Willensbildung. Und wir hatten als Ziel, als europäische Christdemokraten zum Beispiel solche Pseudo-Fraktionen das Leben schwerer zu machen. Leider haben da einige im Parlament nicht mitgemacht, zum Beispiel die Grünen. Wir hätten sonst eine geschäftsordnungsändernde Mehrheit hinbekommen. Ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass es eine große rechtspopulistische Fraktion gibt, weil zum Beispiel die russlandfreundliche AfD
mit der eher Russland-kritischen Peace sich eher nicht zusammentun wird. Aber das ändert nichts daran, dass die Zahl an Populisten und Extremisten im Europäischen Parlament wieder zunehmen wird. Und deswegen habe ich vor allem einen Wunsch, unabhängig von diesem Video. Das Video war entlarvend. Das war ähnlich entlarvend wie das, was Schill uns geliefert hat in Hamburg vor einigen Jahren in Deutschland. Ich finde das ähnlich entlarvend wie die Spendenaffäre der AfD, die immer noch nicht geklärt ist. Aber mir ist vor allem wichtig, wir müssen als demokratische Parteien doch uns nicht auf der Schwäche der anderen und auf diesen offensichtlichen Fehltritten der anderen ausruhen, sondern wir müssen wieder zurück zur eigenen Stärke kommen. Wir als Union versuchen das über das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass wir mit Manfred Weber einen einheitlichen Spitzenkandidaten gemeinsam haben von CDU. CDU und CSU. Inwiefern und wir sollten versuchen, die, wieder die klassischen Parteien zu stärken. Inwiefern hat die EVP-Fraktion sich zu spät von Orbán abgegrenzt? Ja, wir haben uns nicht zu spät von Orbán abgegrenzt, sondern wir haben doch immer klare Kante und klare Linie gezogen. Für uns ist immer klar, was Orbán in den letzten Wochen und Monaten geäußert hat, hat mit unserem Politikverständnis nichts zu tun, deswegen auch die Suspendierung. Aber mir ist ganz wichtig, wir sollten nach wie vor die Gesprächsfäden nicht kappen. Und deswegen hören Sie von uns Christdemokraten nie die Forderung, dass die Liberalen die Tschechen rausschmeißen, obwohl das, was dort läuft, durch den liberalen tschechischen Regierungschef alles andere als in Ordnung ist. Das ist Korruption, das ist nicht in Ordnung. Sie hören von uns keinerlei Forderung gegenüber den Sozialisten, dass sie die Rumänen oder die Malteser rausschmeißen, sondern wir kritisieren, genauso wie wir in Ungarn kritisieren, wenn die Regierung Unsinn macht oder Unsinn vorschlägt. Aber wir müssen die Brücken dringend aufrechterhalten und deswegen tun wir uns bei Orbán schwer, weil wir wissen, für unser Wahlergebnis in Deutschland wäre der Rausschmiss von Viktor Orbán bestimmt hilfreich. Aber in Ungarn oder in Europa wird doch nichts besser, wenn wir überzeugten Demokraten unsere grauen und schwarzen Schafe rausschmeißen. Dann wird überhaupt nichts besser. Und deshalb nochmal, wir müssen sukzessive, egal ob in Polen, egal ob in Tschechien, in Ungarn, Rumänien oder sonst wo, unabhängig vom Ansehen der Parteienfamilie, dort, wo was schiefläuft, die Sachen kritisieren. Aber wir müssen Gesprächsfäden dringend aufrechterhalten. Was passiert, wenn man Gesprächsfäden gekappt hat? Das haben wir erlebt, als die Briten unsere Fraktion verlassen haben. Und jetzt diskutieren wir seit 2,5 Jahren über den Brexit. Und genau dieses Auseinanderfliegen Europas müssen wir verhindern. Und da tragen wir alle eine Verantwortung, uns um die grauen und schwarzen Schafe zu kümmern. Frau Hahn, das scheint ja eine etwas komplizierte Fraktionsbildung im neuen Europäischen Parlament zu werden. Wo positionieren Sie sich denn da? Da geht es ja zum Beispiel auch um Macron. Die Fraktion der Liberalen wird völlig anders aussehen, oder? Ich würde einmal gern tatsächlich aufgreifen, was Herr Caspari eben meinte. Anders als die EVP hat die ALDE das sehr ernst genommen. Wir haben bereits auch Parteien ausgeschlossen, die unseren Standards an Werte und Rechtsstaatlichkeit nicht entsprochen haben. Und auch die angesprochenen Tschechen und auch rumänische Mitgliedspartei haben einen Prozess, der beobachtet wird, der auch erneut nach der Wahl überprüft wird, ob die bei uns noch Mitglied sein können, ob sie unseren Werten und Standards entsprechen. Also das nehmen wir sehr ernst und das läuft auch schon länger, als die EVP Orbán doch mal als Problemfall entdeckt hat. Sie haben Macron schon angesprochen, die FDP mit ihrer europäischen Dachpartei der ALDE hatte ja ein Wahlbündnis mit Macron angestrebt. Wir haben das jetzt vor 2 Wochen noch mal erneuert und bekräftigt, dass wir gemeinsam mit der Liste von Macron, von En Marche, die unter dem Namen Renaissance firmiert, gemeinsam eine Fraktion gründen werden, weil wir eben genau diesen Anspruch haben. Wir sehen, dass populistische Kräfte wachsen und wir haben gesagt, okay, wir wollen was dagegen setzen. Wir wollen eine Reformkraft dagegen setzen von Pro-Europäern, die vielleicht auch so ein bisschen aus diesem alten Parteidenken rauskommen. Deswegen haben wir auch explizit gesagt, wir laden auch weitere Parteien ein, aus der nationalen Ebene sich dem anzuschließen und da auch einfach mal neue Dynamik reinzubringen. In den letzten Jahren waren die Mehrheiten immer ausreichend für Sozialdemokraten und Konservative, dann ihre Themen auch auf die Agenda zu setzen. Und das wollen wir aufbrechen. Herr Eder, das Thema Europa ist bei den Medien nicht immer das beliebteste Thema. Zumindest ist es beim Fernsehen so, weil es nicht immer unbedingt viele Zuschauer geriert. Wie ist es denn diesmal? Ist das Europa-Thema immer noch so ein bisschen so, dass man sagt, naja, mal gucken, ob die Leute sich wirklich dafür interessieren? Oder ist das Interesse diesmal wirklich ein anderes? Meine Beobachtung ist, dass diese Europawahl auch viel stärker in der Aufmerksamkeit der Medien steht als die vor 5 Jahren, über die ich auch schon berichtet habe. Ich erinnere mich, als letzten Herbst Manfred Weber als erster seine Spitzenkandidatur bekannt gegeben hat, war im Pressespiegel in Brüssel das tatsächliche Thema von Rumänien bis Finnland.
und zwar im letzten Herbst schon, bei Franz Timmermans auch, also dieses Konzept Spitzenkandidat ist eins, das Medien ernst nehmen. Ich bin sehr gespannt, ob es auch die Politik noch ernst nimmt nach dem Wahlsonntag. Genauso ist es mit den großen europäischen Themen, ein paar von Ihnen haben es angesprochen, auch da wissen Leute und wissen Journalisten, dass vieles von dem einfach in Europa verhandelt wird. Die Handelspolitik, die Auseinandersetzungen mit Donald Trump, der Brexit sowieso, dass Klimapolitik nicht alleine deutsche Sache sein kann. Wir Deutschen glauben immer, wir sind groß genug. Ich glaube, sogar in Deutschland sehen Leute ein, dass eine Klimapolitik nicht alleine nationale Angelegenheit sein kann. Und da scheint mir schon ein gewisses Verständnis gewachsen zu sein, dass man das auch auf europäischer Bühne diskutiert und dass das Teil dieses Wahlkampfs ist und dass dieser Wahlkampf eben nicht nur die Rechten gegen die Anti-Europäer gegen die Europäer ist. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit ist viel größer als vor 5 Jahren tatsächlich. Herr Kellner, Aufmerksamkeit ist größer, alle sprechen über Europa, man spricht von einer Schicksalswahl. Gleichzeitig sagt man aber auch, dass die Wahlbeteiligung voraussichtlich relativ niedrig ist. Die Rechten, so sieht man, haben einen durchaus großen Zulauf. Sind die Pro-Europäer letztendlich zu leise? Also das ist schon eine Schicksalswahl, weil vieles der Entscheidungen, die in den nächsten Jahren anstehen auf europäischer Ebene, jetzt getroffen werden müssen. Also beispielsweise, wie geht es weiter mit der Agrarreform? Geht es voran mit Klimaschutz oder stagniert das weiterhin? Also das sind Fragen, die anstehen. Und ja, es ist eine Schicksalswahl insofern, dass sich auch voraussichtlich ja die Mehrheit von konservativen Sozialdemokraten, die im Europäischen Parlament immer Bestand hatte, dass sie verloren geht. Und deswegen ist auch diese Frage nach den Spitzenkandidaten und dieses Prinzip nochmal so wichtig. Ich will das mal erläutern, warum wir das auch so hochhalten, auch als Grüne, die ja auch in vielen Ländern, auch in Deutschland, sich über als sehr klar proeuropäische Kraft viel Unterstützung gewinnen, nicht? Also auf diese Spitzenkandidaten ist ja ein Prinzip, dass es darum geht, dass über die Frage des Kommissionspräsidenten eben nicht in Hinterzimmerdeals, also nicht entschieden wird in sozusagen Hinterzimmern, ausgehandelt, ausgedealt und dann präsentiert wird, sondern dass auch mit der Stimme entschieden wird, wer wird dann nächster Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin. Und deswegen halten wir dieses Prinzip so hoch, weil es eine Demokratisierung der Europäischen Union bedeutet, nämlich diesen Aufbrechen der Hinterzimmerdeals. Und da finde ich sehr bedauerlich, dass Macron und damit ALDE, die das ja mal bei der letzten Wahl noch so massiv mit unterstützt haben, dass es da so einen Rückschritt gibt. Und das finde ich bedauerlich. Das finde ich auch bedauerlich für die Idee, wie wir Europa demokratisieren und auch verständlicher machen. Und das macht mir Sorge. Deswegen sagen wir auch klar, wir halten an dem Prinzip der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten fest in dem Wahlkampf. Und es wird sicherlich nach der Europawahl, die Ergebnisse wissen wir ja erst ab Sonntagnacht. Es ist ja wahrscheinlich, dass konservative Sozialdemokraten nicht mehr die Mehrheit haben. Da wird es Verhandlungen geben, wo wir diesen Prinzip festhalten. Und wir als Grüne natürlich, ja, voraussichtlich gebraucht werden und unseren Wahlerfolg, unsere Stimmen dafür einbringen, dass es inhaltlich auf europäischer Ebene für Themen, für die wir Kampagnen gemacht haben, für die wir kämpfen, für ein soziales Europa, für Klimaschutz, dass das auch dann berücksichtigt wird bei der Bildung dieser Kommission und eben nicht, und das ist mir wichtig, eben nicht einfach ein Hinterzimmerdeals ausgedealt wird. Frau Krehl, da würde ich gerne einhaken. Kann man denn wirklich davon ausgehen, dass Manfred Weber oder Franz Timmermans dann einer von den beiden der neue Kommissionspräsident wird? Also ich sage mal, es gibt auch noch ein paar andere Spitzenkandidatinnen. Ich kämpfe natürlich für Franz Timmermans, das ist klar. Ich gehe davon aus, dass das Parlament jemanden aus den Reihen dieser Spitzenkandidatinnen und Kandidaten wählt. Alles andere wäre aus Sicht des Parlaments völlig verrückt. Wir haben das als Parlament eingeführt, dass es diese Spitzenkandidatur überhaupt gibt. Das ist eine Interpretation der Verträge, die ich finde, zu mehr Demokratie in der Europäischen Union bringt. Und von daher kann ich nur sagen, wir können das Prinzip nicht verlassen. Und im Gegenteil, wenn der Ministerrat, wenn die Regierungen jemanden vorschlagen wollen, dem Europäischen Parlament, der nicht aus diesem Kreis der Spitzenkandidaten käme, dann könnte aus meiner Sicht, und ich hoffe, meine Fraktion folgt mir da auch, nicht zustimmen. Der könnte oder die könnte nicht gewählt werden. Alles andere wäre
für mich äußerst problematisch, weil das hat nichts mit der Ansage zu tun, die wir auch als Parlament gemeinsam getragen haben. Und von daher gucken wir mal, wie die Wahlen ausgehen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube, dass die Wahlbeteiligung sehr viel höher sein wird. Und ich glaube, so wie ich das wahrnehme, das Interesse an den Wahlen und auch an den Themen bei den Wahlen ist sehr viel höher als jemals zuvor. Und von daher halte ich das noch nicht für ausgemacht, dass die Antieuropäer jetzt jede Menge Stimmen gewinnen. Also ich glaube, gerade auch die Debatte um den Brexit hat gezeigt, dass es eben nicht nur mit Populismus nach vorn geht. Frau Hahn, ich würde Sie da gerne fragen, wen würden Sie denn wählen? Manfred Weber oder Franz Timmermans? Margrethe Vestager. Sie hatten es eben schon angesprochen. ALDE hat tatsächlich diesmal ein Spitzenteam aufgestellt von 7 Politikerinnen. Nicola Beer, unsere FDP-Spitzenkandidatin, ist auch da drin. Wir gehen tatsächlich mit einem großen Team. Wir sagen, wir haben Top-Leute für alle Top-Positionen in Brüssel. Meine Favoritin natürlich ist Frau Vestager als Kommissionspräsidentin. Nicht nur, weil es mal Zeit wäre für eine Frau, sondern weil sie, glaube ich, auch als Wettbewerbskommissarin gute Arbeit gemacht hat. Aber es ist ja nicht unbedingt damit zu rechnen, dass sie wirklich... Ich glaube, es kann viel passieren. Ich glaube, wir werden nach dieser Europawahl unglaublich viel Dynamik erleben, mehr Überraschungen als beim letzten Mal. Ich glaube, da wird sehr viel möglich sein, sehr viel Bewegung drin. Und wir Liberale kämpfen natürlich auch dafür, da auch noch mehr größere Rolle zu spielen. Aber zum Spitzenkandidatenprinzip, ich glaube, wir brauchen auch transnationale Wahllisten, damit es wirklich so funktioniert, wie es angedacht war. Herr Kaspari, es wird Überraschungen geben, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie davon ausgehen, dass Manfred Weber der neue Kommissionspräsident wird. Aber ist das wirklich so sicher? Ja gut, sicher ist erstmal, dass wir hoffentlich möglichst viele am 26. Mai wählen gehen und wir werben für Manfred Weber und vor allem auch für das Konzept des Spitzenkandidaten. Ich kann nur Herrn Keller und Frau Krehl zustimmen. Das muss einer der Spitzenkandidaten Präsident der Europäischen Kommission werden. Wir als Christdemokraten werben natürlich für unseren und ich glaube, wir haben viele gute Argumente in der Hand. Aber was ich eben besonders schade finde, ist, wie sich ehrlich gesagt die FDP aus diesem demokratischen Spitzenkandidatenprozess einfach verkrümelt, verdünnisiert und wieder dieses alte Europa will. Sie wollen doch gar kein neues Europa. Sie wollen wieder zurück zum Europa der Hinterzimmer. Und der angeblich so demokratische Herr Macron hat öffentlich erklärt, er wird keinen unterstützen, der explizit als Spitzenkandidat zur Verfügung steht. Und das ist dann, finde ich, schon dem Wähler gegenüber einfach unredlich, wenn Sie eben nicht eine Spitzenkandidatin aufstellen, weil eben, wenn sie sich für Frau Vestager als alleinige Spitzenkandidatin entschieden hätte, dann wäre ihre ganze Koalition und das geplante Bündnis mit Macron von vornherein geplatzt. Deswegen dann mit 7 Leuten zu kommen, warum eigentlich nur 7 und nicht 70 oder 700, das ist einfach unredlich und ich finde es äußerst schädlich für die Demokratie in Europa. Wir haben es endlich geschafft, dass nicht mehr die Staats- und Regierungschefs im Hinterzimmer einen ehemaligen Staatschef zum Präsidenten der Kommission ausrufen können, egal was die Wählerinnen und Wähler am Wahltag entscheiden. Und ich finde es schon einen der wesentlichen Unterschiede der Parteien, dass sich in Deutschland die FDP da verabschiedet. Und ich kann jedem nur zurufen, wer Manfred Weber als Kommissionspräsidenten haben möchte, der soll sich gut überlegen, wen er da auch wählt. Ich finde es wirklich schade. Frau Zimmer, wie wichtig ist denn dieses Spitzenkandidatenprinzip für die Glaubwürdigkeit von Politik, gerade im europäischen Kontext? Na, da reden wir doch mal über die Hinterzimmer. Es ist ja schön, wenn das Hinterzimmer des Europäischen Rates abgelöst wird durch eine Parlamentsentscheidung. Wenn die Parlamentsentscheidung aber auch in Hinterzimmern fällt, dann habe ich ein Problem mit dem Zustandekommen der Nominierung bzw. der Wahl durch das Parlament dann selber, um dann zu sagen, es darf aber nur innerhalb dieses Rahmens der Spitzenkandidaten, und da reden wir von den großen Parteien, dann tatsächlich stattfinden. Wie war das denn beim letzten Mal, als wir zum ersten Mal Spitzenkandidaten gewählt haben, der europäischen Parteien, die dann durch das Europäische Parlament gewählt wurden? Da gab es einen Vertrag. Ein Vertrag zwischen der sozialdemokratischen Fraktion, unterschrieben vom Vorsitzenden der konservativen Fraktion und unterschrieben auch vom Vorsitzenden der liberalen Fraktion. Da war ausgehandelt, der eine wird das jetzt übernehmen und beim nächsten Mal nach der Halbzeit, dann drehen wir das rum. Als dann Martin Schulz anfing, darüber nachzudenken, doch nochmal auch die zweite Halbzeit im Europäischen Parlament zu machen, da wurde der Vertrag präsentiert. Als Bruch eines ausgehandelten Vertrages. Also insofern. Und was macht das mit der Glaubwürdigkeit? Ja, es macht viel. Es stellt nämlich für viele, die nicht zu diesen großen Parteien gehören, genau diese Glaubwürdigkeit, die EU-Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit europäischer Parlament, des europäischen Parlamentarismus mit in Frage.
Ich wäre dann schon für offene Diskussionen, für dass jede Fraktion Kandidaten präsentieren kann. Na selbstverständlich, was denn sonst? Und dann gibt es einen offenen Wettstreit und da kann man natürlich dann auch untereinander kann sagen, im zweiten Wahlgang könnten wir uns vielleicht den vorstellen oder jenen. Aber sobald auch nur ein Vertrag vorliegt mit Unterschriften, wo man sich gegenseitig verpflichtet, bitteschön, hören Sie mir auf, damit davon zu sprechen, dass die Politik von Hinterzimmern auf die Art und Weise abgelöst wird. Also ich komme gerade aus Thüringen. In Thüringen gibt es keinen Koalitionsvertrag, den ihr... Ein Koalitionsvertrag ist doch was anderes als die Wahl zwischen drei Fraktionen vereinbart im Europäischen Parlament. Haben Sie vergessen, was zum Beispiel das Verfassungsgericht in Deutschland erklärt hat, als sie festgelegt haben, wir brauchen keine Hürde fürs Europaparlament, weil es im Europaparlament ja sowieso keine Opposition und keine Regierungsgewalt so in diesem Sinne gäbe und die Einteilung im Europaparlament doch ganz anders sei. Jetzt bringen Sie plötzlich solche Sachen, dann übertragen Sie wieder auf die EU-Ebene. Sie müssten dann schon klar sagen, was Sie wirklich wollen. Wenn wir uns dieses Europäische Haus anschauen, gibt es das eigentlich überhaupt noch und ist die EU dem Ziel, Heimat für alle Europäer oder für die Europäer zu sein, eigentlich ein Stück näher gekommen oder eher nicht? Ja, ist es. Also ich sag mal, ich komme selber aus Thüringen. Ich war 12, als die Friedliche Revolution war, aber ich habe eine große Schwester, die war Volleyball-Nationalspielerin, ist durch die halbe Welt gereist, hat ihren kleinen Bruder manchmal was mitgebracht aus Paris oder Japan oder Münzen, fand ich total spannend. Und ich habe nicht verstanden, ich habe als Kind wirklich nicht verstanden, warum ich da nicht auch hinfahren kann. Ich habe nicht verstanden, warum ich zwar meine Familie in Rostock und in der Altmark besuchen konnte und die regelmäßig bei uns waren, ich aber meinen Onkel, der in der Nähe von Heidelberg lebte, nie bei ihm besucht habe, sondern der immer nur zu uns kam. Also das ist schon, und ich meine, ich will da mal dran erinnern, 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution und hier auch in Leipzig, was das auch für mich biografisch bedeutet hat und auch dieses Möglichkeit, in Freiheit leben zu können. Und da ist schon in meiner eigenen Biografie sehr viel geschehen. Und das möchte ich nicht bei allen Schwierigkeiten und bei allem, was ich auch an Kritik habe an der realen Politik der Europäischen Union. Ich finde, daran sollten wir daran erinnern. Deswegen kämpfen wir auch so leidenschaftlich für dieses Europa. Und in der Tat ist das so, dass vieles, was in der Welt passiert, ja, ein amerikanischer Präsident, den hätte sich kein Staatsbürgerkundelehrer in meiner Schulunterricht hätte sich so ausdenken können, Staatsbürgerkundeunterricht war sein Propaganda der DDR, ja, das hätte man sich gar nicht vorstellen können, oder ein aggressiver russischer Präsident oder chinesischer Präsident. Und das sind doch diese Zeiten, und dass wir da auch eine Europäische Union brauchen, die zusammenhält, die auf die Herausforderungen der Globalisierung reagiert und dass so ein Kontinent die richtige Größe dafür ist. Nicht nur im Bereich von Klimaschutz, auch bei der Frage, wie gehen wir in der Handelspolitik um, wie gehen wir mit Friedenspolitik um, dass wir dafür eine starke, auch eine bessere Europäische Union brauchen, das ist aus meiner Sicht eine tiefste Grundüberzeugung. Und die kann ich auch, wenn ich selbst mich daran erinnere, was ich als Kind erlebt habe, ganz deutlich sagen. Ja, das Haus ist weitergebaut worden, ja, es ist nicht perfekt, ja, da gibt es viele, viele Baustellen, an denen man dran arbeiten muss, aber diese Idee dahinter, ja, das ist wirklich, Europa ist wirklich die beste Idee, die Europa je hatte, und das möchte ich wirklich nicht wegnehmen, und deswegen überzeugt mich auch, deswegen kämpfen wir auch so leidenschaftlich für diese europäische Idee. Ich sehe schon, Sie haben den Wahlkampf voll und ganz verinnerlicht. Ich bin Wahlkampfleiter, entschuldigen Sie bitte. Ja, also. Aber Herr Eder, diese europäische Erzählung, die Herr Kellner gerade nochmal aufgezeigt hat, gewinnt das Leser, oder muss man sagen, dass die Leser eigentlich eher die Zweifel an Europa haben und sagen, das, was da gerade alles schiefläuft in Europa und die Krisen, von denen alle sprechen, ist eigentlich das, was die Meinung auch beherrscht? Ich glaube, dass beides der Fall ist. Die Krisen sind natürlich da und über die Krisen berichten wir. Und die Leute wollen wissen, wie die Krisen gelöst werden und wie sie nicht gelöst werden und warum nicht und wer dann Schuld hat. Was meinem Eindruck nach ein bisschen anders ist als in der Berichterstattung über nationale Politik, wo es ja um die gleichen Dinge geht. Es geht um eine Koalitionskrise, es geht um Streit, um ein Rentenkonzept, es geht und so weiter. Wie viel Geld sollen wir ausgeben? Wenn man über Europa spricht, wird sehr gerne immer mal das große Ganze in Frage gestellt, zu sagen, braucht es das Europa überhaupt, wenn sie sich nicht mal einigen können auf
eine Umweltpolitik, ein Vertrag mit Großbritannien und so weiter. Niemand hat, glaube ich, würde immer die Grundsatzfrage und die Existenzfrage in der deutschen Politik stellen, wenn es gerade einen Koalitionsstreit gibt oder mehr, wenn eine Regierung auseinanderbricht oder Gefahr läuft, auseinanderzubrechen. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. In Europa wird immer sehr schnell gefragt, brauchen wir das Ganze überhaupt, wenn sie nicht mal in der Lage sind, dieses kleine Problem zu lösen. Das ist womöglich ein Zeichen dafür, dass es den Leuten halt nicht so, dass diese politische Szene und der Betrieb den Menschen nicht so nahe ist wie der in Berlin, dass man ihn eher als überflüssig wahrnimmt, als das bei der nationalen Politik oder der Landespolitik und noch viel stärker der Kommunalpolitik der Fall ist. Ob sich das verändert, ich glaube ja, und zum Besseren wahrscheinlich auch. Frau Krehl, die Grundlage der europäischen Einigung war die Demokratie, liberale Demokratie. Würden Sie sagen, diese Wertegemeinschaft ist so noch vorhanden, vor allen Dingen, wenn wir auch den Blick zu den Visegrad-Staaten sehen und sehen, dass dort die Rechtsstaatdefizite an der einen oder anderen Stelle doch sehr offensichtlich sind? Ja, in der Tat. Ich glaube, dass wenn Polen oder Ungarn heute den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union stellen würde, könnten wir sie nicht aufnehmen. Aber auf der anderen Seite muss man schon deutlich unterscheiden zwischen Bevölkerung, auch in diesen Mitgliedsländern, auch in Tschechien, auch in Italien, auch in Österreich, auch in Rumänien. Das ist eine Bevölkerung, die in weiten Teilen proeuropäisch ist. Und ich glaube, und das gehört ja zu den 30 Jahren, die Sie gerade angesprochen haben, mit dazu. Die Überwindung der Spaltung eines gesamten Kontinentes nach dem Zweiten Weltkrieg, die hat vor 15 Jahren erst stattgefunden. Und ich glaube, wir kennen das doch aus dem deutschen Einigungsprozess auch. Das geht nicht völlig ohne Brüche aus. Da muss man mit Schwierigkeiten kämpfen, da muss man umgehen zu lernen mit Biografien auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und ich glaube, das sind wir ein Stückchen auch den Osteuropäern schuldig. Aber trotz alledem sind das proeuropäische Bevölkerung und das muss man einfach auch anerkennen, mit ihnen arbeiten. Und ich glaube, das macht es zwar manchmal nicht einfacher, aber auf der anderen Seite auch völlig klar, wir können bestimmte Herausforderungen wirklich nur gemeinsam, auch gemeinsam mit den Nordeuropäern, mit den Südeuropäern, mit den Westeuropäern und den Osteuropäern lösen. Und Klimaschutz ist da das Erste, völlig klar. Soziale Union ist bei dem einen mehr oder weniger stark gewichtet, aber gerade die Gestaltung auch von Digitalisierung, die Gestaltung von Globalisierung, wer soll denn das bitteschön machen? Das kann weder Deutschland alleine noch Frankreich alleine und erst recht nicht Polen oder Ungarn oder Tschechien. Und von daher nutzt uns allen diese Gemeinschaft, so schwierig das manchmal auch ist. Und ich glaube, gerade in den letzten Wochen und Monaten haben sich ja sehr viel mehr Menschen mit diesen Inhalten und vor welchen Herausforderungen wir stellen, auch beschäftigt. Und ich denke, dass es nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, dass man einfach alles nur hinnimmt, was von Europa kommt und gut ist und funktioniert. Das wird ja gar nicht wahrgenommen mehr so richtig. Das ist ja auch gut so, weil es funktioniert ja. Es ist ja Teil unserer Gesellschaft. Und man kann zu Recht auf Dinge hinweisen, die reformbedürftig sind. Und da erwarte ich mir in der nächsten Zeit in der Tat auch konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Herr Caspari, schauen wir doch mal auf die Reformen, die sein müssen, sein sollen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wertebasis nun nicht überall gleich ist, schauen wir doch mal nach Frankreich. Emmanuel Macron hat Vorschläge gemacht, zum Beispiel für eine stärkere Vergemeinschaftung. Sind das Vorschläge, die die EU voranbringen, die EU reformieren? Oder sind das Vorschläge, auf die man so nicht eingehen sollte? Ja gut, teils, teils. Herr Macron hat zum einen viele Vorschläge, die schon seit Jahrzehnten regelmäßig aus Frankreich kommen, wiederholt. Deswegen hielt sich da auch die Begeisterung vielleicht auf unserer Seite in Grenzen. Das andere sind Vorschläge, die wir doch sehr aufgegriffen haben. Nehmen wir die Bereitschaft, tatsächlich im Bereich Sicherheitspolitik nationale Souveränität abzugeben. Stichwort Verteidigungsunion, wo wir doch dann mit großen Schritten vorangekommen sind, die Europäische Verteidigungsunion ins Leben gerufen haben, den Europäischen Verteidigungsfonds auf den Weg gebracht haben, um Europa genau in dem Bereich zu stärken, quasi sicherzustellen in der Perspektive, dass wir wirklich nicht mehr gegeneinander Krieg führen können, mittelfristig die nationalen Armeen in eine europäische Armee überführen können. Wir haben doch das sofort aufgegriffen.
Und der dritte Punkt sind die Bereiche, wo es gute Kompromisse gab. Nehmen wir das Thema Eurozonenbudget, wo er Vorschläge gemacht hat und wir dann die Lösung hatten, Meseberger Kompromisse. Ja, wir machen das Eurozonenbudget, aber eben nicht als zwischenstaatliches Projekt. Der Regierungschef, wieder der nicht immer überzeugte parlamentarische Demokrat Macron aus meiner Sicht. Wir wollten das eben innerhalb der europäischen Institutionen haben als CDU-CSU. Wir haben das durchgesetzt, dass jetzt dieses Eurozonenbudget in den europäischen Institutionen kommt, aber eben kontrolliert vom Europäischen Parlament und nicht zwischenstaatlich. Und das heißt, wo er gute Vorschläge gemacht hat, finde ich, hat Deutschland sehr, sehr gute Antworten gegeben. Ich liebe dieses Bild überhaupt nicht, dass da immer gezeichnet wird, Macron macht Vorschläge und wir liefern nicht. Wir haben geliefert in den Bereichen, wo wir uns auf gemeinsame Kompromisse einigen konnten. Und was ich mir wünsche, wir sollten in Europa Stück für Stück vorangehen. Es ist nicht immer derjenige vielleicht, der bessere Europäer, der die große Vision zeichnet. Ich habe leider lernen müssen, wer zu viel will, kriegt gar nichts. Und wir müssen Europa Stück für Stück weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht. Frau Zimmer, da würde ich gerne nachfragen. Hat Deutschland adäquat reagiert auf die Vorschläge von Macron? Und ist das, was er vorschlägt, eigentlich der richtige Weg in Ihren Augen oder nicht? Also sicher muss man die Vorschläge von Macron sehr differenziert betrachten. Bei einigen Vorschlägen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das für die Entwicklung der europäischen Integration, auch für eine nachhaltige Entwicklung der EU und auch für mehr Gerechtigkeit innerhalb der Mitgliedstaaten, zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen, dass das sehr wichtig wäre. Ich kann mich daran erinnern, dass Macron sehr klar sich zum Beispiel dagegen ausgesprochen hat, dass es praktisch nur Freiwilligkeitsverpflichtungen von Unternehmen und auch von Banken geben soll, mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung der EU, auch im Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Erderwärmung. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass er dort noch viel packender und viel konkretere Beispiele für eine Reform mitbringt. Andere Vorschläge, die sehe ich dann zum Beispiel wieder kritischer. Wenn die auf der Basis funktionieren sollen, wie er in Frankreich selber gehandelt hat, insbesondere was die Aufgabe des Sozialschutzes betraf, wenn das die Eintrittskarte dafür sein soll, für eine stärkere europäische Integration, da wünsche ich mir eigentlich das Gegenteil. Dass die Bundesregierung darauf nur sehr zurückhaltend antwortet, hängt in erster Linie auch damit zusammen, dass die Bundesregierung immer noch glaubt, dass letztendlich alles sich eigentlich an dem Vorbild der Bundesrepublik Deutschland orientieren sollen. Insbesondere gerade die Art und Weise, wie Deutschland die Finanzkrise überstanden hat, wird ja so als das Nonplusultra gesehen. Dass wir auf Kosten anderer aus der Krise gut rausgekommen sind, wird ja nicht akzeptiert. Und auch die Kritik, die Macron gerade diesbezüglich zu Deutschland hat, wird ja auch nicht angenommen. Also insbesondere auch die Frage des Exports, der Exportstärke der Bundesrepublik Deutschland und vor allem auch die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass Staaten investieren müssen für eine nachhaltige Wirtschaft und dass die Bundesrepublik Deutschland seit einigen Jahren massiv darauf achtet, dass die Verschuldungsgrenze praktisch rigoros eingehalten wird. Also dass man hier nicht in die Zukunft hineinplant. Da würde ich mir von der Bundesrepublik Deutschland viel mehr Weitsichtigkeit, nachhaltiges Denken vorstellen, als so strikt zu beharren auf den eigenen Linien und die den anderen gegenüber durchsetzen zu wollen. Frau Hahn, kommen wir auf die Vorschläge von Herrn Macron. Da ist die FDP aber nicht mit allem einverstanden, oder? Ich glaube, was mich grundsätzlich an dieser Diskussion betrübt, ist, dass wir immer darüber reden, wie hat denn Deutschland jetzt auf die Vorschläge von Macron reagiert? Ich würde mir ja wünschen von der deutschen Regierung, dass sie selber Visionen und Ideen hätte, wie sie denn die Europäische Union gestalten würde. Ja, wir sind als Freie Demokraten nicht in allem einer Meinung mit Macron. Wenn wir über Finanzpolitik reden, da haben wir andere Ansätze als der französische Präsident, aber in vielen anderen Bereichen, wenn es um grundsätzliche Dinge geht, wie die Reform der Europäischen Union, wenn es auch darum geht, wirtschaftspolitisch voranzugehen, wenn es um Ausbau des Binnenmarktes geht, da haben wir sehr, sehr viel Übereinstimmung und ich glaube, sehr viel Reformpotenzial, weil es liegt einfach so vieles auf der Agenda, was in den letzten Jahren nicht vorangetrieben ist, was auch daran liegt, und da nehme ich das Europäische Parlament explizit aus, wir haben viele Parlamentarier, Ihnen muss ich das ja nicht sagen, die waren sehr dynamisch, sehr gestaltend, das ist eher auf der Ebene der Mitgliedsländer, dass da wenig vorangekommen ist, weil auch gerade Deutschland so ein bisschen im Schneewittchen, nee, Dornröschen ist das schlafende, ne? Dornröschen-Modus war und jetzt vielleicht mal ein bisschen wachgeküsst wurde von Macron, aber selber nicht in die Puschen kommen. Wir wissen kaum, was
was sind denn die Agenda der deutschen Ministerinnen und Minister im Rat, was wollen die eigentlich vorantreiben? Und da aus diesem Wunsch halt endlich mal wieder auch voranzukommen, ist auch die Allianz mit Macron entstanden und wir versprechen uns da sehr viel Reformpotenzial der Europäischen Union. Was wird das Megathema sein für Europa in den nächsten Jahren? Was ist das politische Hauptthema? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Einmal, sofort nach der Europawahl gibt es natürlich eine Machtfrage und wir haben die hier diskutiert. Ist es das Europäische Parlament oder der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs, die sich durchsetzen? Und das wird jetzt nicht nur dafür entscheidend sein, wer der nächste Kommissionspräsident ist, sondern tatsächlich auch eine Auswirkung haben für die nächsten Jahre. Das andere ist nur eine Beobachtung. Wenn ich mir die Programme aller Parteien hier anschaue, dann scheint mir das eine große Megathema, auf das sich alle relativ schnell einigen können, dass man es anpacken muss und wo die Überschneidungen, wie man es anpackt, schon relativ groß sind, das ist die Klimapolitik. Und das ist für mich insofern auch ein interessantes Zeichen und ein gutes Zeichen, weil es offenbar was hilft, wenn Leute auf die Straße gehen und wenn man ein bisschen Rabatz macht, dass die Politik dann auch zuhört und Handlungsbedarf entdeckt. Frau Hahn, Klima wirklich das Megathema? Laut Umfragen ist es ja eigentlich die Sozialpolitik, was die viele Menschen umtreibt. Ich glaube tatsächlich, Klimapolitik wird das ganz große Thema sein. Digitaler Binnenmarkt wird das weitere große Thema sein, gerade für junge Menschen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Sozialpolitik ist auf nationaler Ebene angesiedelt. Auf der Europäischen Union reden wir über gemeinsame Standards, die wir ja über die europäische Säule sozialer Rechte bereits definiert haben. Also ich glaube, es wird vor allem darum gehen, den Binnenmarkt auszubauen, Freihandel auszubauen und dadurch halt auch Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Wohlstand in der Europäischen Union zu schaffen. Das ist, denke ich, die beste Sozialpolitik, die man machen kann. Herr Kellner, ich nehme an, Sie sehen auch die Klimapolitik ganz vorne, oder? Ich sehe diese riesige Aufgabe, das zu lösen. Ich höre die Worte, noch fehlt mir der Glauben und ich hoffe wirklich, dass wir diese Europawahl zu einer Klimawahl machen, Sundays for Future, und dass dann wirklich auch was geschieht, dass es wirklich ein Weckruf ist. Da muss man sagen, das Europäische Parlament besser als unsere nationale Regierung. Also da, ja, aber das ist, beides reicht nicht und ich würde mir sehr wünschen, dass das passiert. Das wird aber nur gelingen, und wenn wir diese zweite große Herausforderung, nämlich die soziale Frage, das miteinander verbinden, dass da sozial gerecht zugeht und dass wir diese großen Unterschiede, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb der Europäischen Union zwischen den Mitgliedstaaten haben, das wirklich anpacken mit dem Green New Deal, also auch soziale Fragen und wirtschaftliche Fragen mit anpacken und voranbringen. Frau Krehl, was wird die große Frage sein in Europa? Naja, klar, Klimawandel ist die große Frage, das ist richtig. Aber wenn wir das schon wieder anfangen und sagen, Soziales, dafür sind die Mitgliedstaaten zuständig, dann ist das einfach zu kurz gesprungen. Wir sind doch oft genug in den Debatten, auch im Europäischen Parlament, in der Situation, dass einige versuchen, Klimaschutz gegen Arbeitsplätze auszuspielen. Und das darf nicht mehr sein in Zukunft. Es muss eine Einheit bilden, dass Klimaschutz eben auch Arbeitsplätze schafft. Und zwar dann eben auch Arbeitsplätze, die gute Arbeit schaffen. Und gerade wenn ich auch an Globalisierung und Digitalisierung denke, da wird es Umwandlungen in Größenordnung auch auf dem Arbeitsmarkt geben. Wenn wir so tun, die Europäische Union könnte sich da rausziehen, dann geben wir die falsche Antwort. Dann diskutieren wir in 5 Jahren möglicherweise über noch mehr Populismus und noch mehr Renationalisierung. Und von daher ist für mich die soziale Frage ganz, ganz dringend mit an erster Stelle nicht nur zu denken, auch sondern zum Handeln zu bringen. Frau Zimmer, Klima, Soziales, was ist oder beides, was ist das Wichtigste? Auf jeden Fall nicht gegeneinander zu stellen, sondern endlich konkrete Maßnahmen einzufordern. Und hier ist das Agieren insbesondere der nationalen Regierungen auch gefordert. Wenn im Rat weiterhin blockiert wird, kommen wir hier nicht weiter. Ich möchte aber mal deutlich machen, dass aus meiner Sicht, und da können wir über Demokratisierung, sozialeres Europa, umweltfreundlicheres Europa. Wir können über alles reden. Ich würde vorschlagen, konzentrieren wir uns doch mal darauf, einzufordern, dass die Europäische Union, die das Klimaabkommen von Paris unterschrieben hat, es nicht nur bei der Unterschrift belässt, sondern dass sie die Akteurin global gesehen ist, die das am schnellsten, am weitesten durchsetzt und damit auch sich selbst verändert. Und die EU sollte als Akteurin auch wesentlich mehr dafür tun, dass der UN-Beschluss, die UN-Strategie
zur nachhaltigen Entwicklung bis 2030, dass wir hier wesentlich mehr tun, dann würden wir uns selber verändern. Weil nur das die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch wirklich mit einer Stimme europäisch und global auftreten können. Herr Caspari, ich bin ja doch etwas erstaunt, dass das Thema Migration von keinem genannt wurde. Ist das kein Thema mehr? Wie sehen Sie das? Ja, als erstes das Thema Klimawandel, bestimmt ein Megathema, wo ich aber darauf hinweisen will, wir sind doch besser als unser Ruf. Weltweit CO2 2% plus letztes Jahr, in Europa -2%, in Deutschland -4%. Da sollten wir auch mal drüber reden, dass wir so schlecht nicht sind. Das zweite große Megathema sehe ich genau in den Außenthemen. Schaffen wir es als Europäische Union nicht nur im Bereich der Außenhandelspolitik als ein gemeinsamer Block aufzutreten und dort Stabilität zu halten, die multilaterale Ordnung aufrechtzuerhalten, die weltweiten Handelsströme aufrechtzuerhalten, sondern schaffen wir das auch im Bereich Außensicherheits-, Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik? Und ich wünsche mir, dass wir die Europäische Union wirklich in die Lage versetzen, dass wir uns um diese großen Themen kümmern, das Klein-Klein möglichst lassen. Da sind wir auch viel, viel besser geworden. Wir haben in dieser Wahlperiode viel, viel weniger interne Gesetzgebung gemacht. Und genau da wünsche ich mir, dass wir Europa hinpacken, groß in den großen Themen nach außen, klein bei den kleinen Vorgaben bis ins kleinste Detail. Und ich denke, dann können wir es schaffen, auch die Akzeptanz Europas bei den Bürgern weiter zu verbessern. Ich bedanke mich sehr herzlich in dieser Runde für die Diskussion. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich so engagiert eingesetzt haben, nicht zuletzt dafür, dass alle am 26.05. tatsächlich wählen gehen. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Applaus